Willkommen zurück, Reisende. Wir sind Soulstone Survivors. Heute schauen wir uns den Wächter an. Weniger Gesundheit, ein bisschen mehr Crit-Chance, höheren Modifikator für Crit, weniger Körpermasse, plus 20 Modifikationen für Bewegung und einmal Ausweichen mehr. Schauen wir uns mal an, ganz entspannt wieder auf Fluch 3. Ah, Boden müssen wir auswählen. Können ja mal neu würfeln mitnehmen. Das und ein Bereichseffekt, also er wird ein Fernkämpfer sein, da er einen Bogen hat. Und auch das mit. So, welches Level schauen wir uns an? Wir spielen. Da können wir ruhig auf der Schneekarte spielen. So. Kontrollieren, dass hier auch wirklich nur die an sind, die wir wollen. Oh, scheint so. Aber wir können ja auch mal ein bisschen entspannter angehen und das Ganze auf 2 spielen reicht auch. Ist ja nur, um zu sehen, welche Fähigkeiten er hat, wie er sich spielen lässt. Wir gehen wie üblich in der Ecke. Bei Winter Map bietet sich an, oben die zu nehmen. Okay, wir müssen zielen. Mit dem Bogen. Und haben 3 Ausweichen. Das ist richtig gut. Gucken, dass wir den Bogen irgendwie gepimpt kriegen. Upgraden können. Hier nehmen wir erstmal Magneten mit. Das sind die normalen. Hier Splitterschuss können wir ja mal nehmen. Würde ja hierzu passen. Feuert ein Chaosblitz in die Richtung, in die wir zielen. 312 Schaden und Zerbrechlichkeit. Boah, testen wir mal. So. Also man muss ein bisschen rumlaufen jetzt. Erhöhen wir mal den Schaden. Loch ist ganz entspannt. Ja, nehmen wir ein bisschen Modifikator. Ah, wir können direkt bis ihm durchschießen, das ist schon mal gut. So. Sturm der Pfeile. Dreht sich ein paar Sekunden lang schnell im Kreis und feuert insgesamt 100 Pfeile ab. Das nehmen wir doch direkt mit. Wollen wir die Erfahrung einsammeln. Gucken. Balustrade aufbauen. Baut an deiner Position 25 Sekunden lang Balustrade, die schnell Bolzen auf den nächststehenden Feind abfeuert. Können wir ja machen. Haben wir jetzt auch noch ein Geschütz. Richtig gut. Mehrfachwirkung anmachen. Alles schön einsammeln. Dann nehmen wir mal expansiv. Hauptsächlich liegen auch überall Kristalle rum. So. Könnten ja mal den Schneesturm mitnehmen.
Ruft einen Schneesturm zu einem zufälligen Feind, der Feinde mehrmals erwischt, insgesamt 1225 Schaden verursacht und bei jedem Treffer langsam bewirkt. Wollen wir mal mitnehmen. Machen wir mal ein bisschen Wendigkeit noch erhöhen. Ja, läuft bis jetzt aber gut. Die Fähigkeiten scheinen auch gut zu sein. Ah, und unsere Sprünge sind auch sofort wieder aufgeladen. Also richtig gut. Uff, wir nehmen das und dann nehmen wir das. Man muss nur immer dran denken, dass man auch wirklich auf die Gegner zielt. So, nehmen wir das. Ah, hier ist wieder eine Elite. Und tot. Hier ist noch einer. Wir nehmen mal Magneten. Dann. Ja. Schadenserhöhung. Ja, machen wir mal für den Pfeilregen. So. Das wieder mitnehmen. Expansiv, alles ein bisschen erweitern. Nehmen wir das einmal mit. Oh, Mehrfachwirkung. Dann machen wir Crit ein bisschen höher. Mehrfachwirkung nehmen wir mit. Machen wir uns noch klein bisschen schneller. Aber wir müssten vielleicht die Balustrade dann mal bei Gelegenheit, wenn wir Upgrade dafür bekommen, ein bisschen aufrüsten. Weil die fallen scheinbar sehr schnell um. Ja, machen wir noch, da war schon den Eishagel haben, also den Eissturm. Noch ein bisschen verlangsamen, erhöhen. Das einmal mit. Hier liegt überall was rum. Und da ist ein Boss aufgetaucht. Aber wo ist er? Hm. Steckt er sich denn? Hä? Ach, da. Natürlich auch ein Haufen Elite hier. Da standen wir jetzt gerade, als er aufgetaucht ist, nicht weit genug hinten. Bisschen ärgerlich, aber naja, können ja jetzt wieder hier hingehen. Unser Sammelbereich ist nur ein bisschen klein noch. Wir müssen ganz schön umhertänzeln. Und nehmen wir auch mal Verbrennen mit. Wir könnten hier zwar stehen bleiben, wenn wir mal den Flächen ausweichen. Aber so kommen wir leider nicht an alle Kristalle. Für einen Levelaufstieg. Oh nein, nicht Leviathan. Ich
Ja, Mehrfachwirkung. So. Ah, da haben wir den nächsten. Oh, der ist tot. Das noch mit. Ah, es kommen keine Upgrades für die Balustraden. Oh, Feuerschild mit. Wir müssen also mit dem noch ziemlich oft wirklich selber zielen. Obwohl wir ja so eine Verteidigungsanlage haben. Aber da gab es leider ja noch kein Upgrade für. Ist ja immer noch Level 1. Oh, da ist eins. Oh, der nächste Boss. Oh, mein Feuer spielt mit. Oh, der ist Geschichte. Aber wir sterben recht schnell. Ja, gut. Gut, haben wir auch nicht viel Leben auf Stufe 2. Aber so schafft man das auch gut schnell, sich den neuen Charakter, den man freischaltet, anzugucken. Jetzt nur aufpassen, dass wir nicht vielleicht noch sterben. Das wäre gar nicht so gut. Dann nehmen wir den Schnisch, den Eissturm mit da. Sind es aber einige. So, die hier alle einmal. So. Ja, Mehrfachwirkung. Wir hätten jetzt auch noch einen Sprint nehmen können, aber mit dem ja schon drei haben. Reicht das eigentlich? Also ich denke, der wird ein bisschen schwieriger zu spielen sein auf den höheren Stufen. Wenn man sich doch recht viel bewegen muss. Wieder hoffen muss, dass man gute Upgrades kriegt. Dann würde man mehr Upgrades für die Verteidigungsanlagen bekommen. Wäre das bestimmt noch einfach. Also würde es einfach bleiben auf höherem Level. Oder ist der letzte Boss. Ja, dann hauen wir nochmal hier Pfeile ein bisschen raus. Ja gut, der hat jetzt ein bisschen lange gelebt. Aber wir haben es unter 10 Minuten geschafft. Gucken, wenn wir jetzt hier mehr Gegner kriegen, vorher noch ein paar Upgrades bekommen würden. Die Balustrade. Die kriegen wir jetzt nämlich schon gar nicht mehr besiegt. Auf Overlord-Stufe.
leben alle sehr lange. So. Nehmen wir das mal. Können ja mal Gesundheit ein bisschen erhöhen. Das ist jetzt dann schon viel schwieriger. Also wer auf einer höheren Fluchstufe schon gut schwer gewesen. War Mehrfachwirkung. Noch mal Mehrfachwirkung. Wir haben auch leider kein Glück gehabt, ein goldenes Upgrade zu bekommen. Oh, die halten aber aus. So. Wirkungsbereich erhöhen. Aber echt, mit diesen Balustraden sieht jetzt aber echt schlecht aus. War kein Upgrade. Können nicht gucken, was sie später noch drauf haben. Ups, falsche Richtung gesprungen. Wollen sie es aber wissen. Also gut, die sind in Overlord echt schwer mit dem hier. Die zünden auch sofort immer wieder ihre Fähigkeiten. So, dass wir die ganze Zeit am Laufen sind. Findet aber auch jeder so eine Fähigkeit. Also wir müssen mit dem sehr viel mehr laufen. Ja, dann erhöhen wir mal den Magneten. Echt, kriegen wir nicht hochgelevelt. Ja, immerhin sterben die jetzt ein klein bisschen schneller schon, aber oh, für alle unsere Fähigkeiten bis auf den Eissturm. Das war ein gutes Update. Und nehmen wir einmal ein bisschen Leben mit. Jetzt kommen auch die nächsten Bosse. Ich weiß, ob wir die noch schaffen.
Ah, okay. Ja, alles hat einen Flächenangriff, oder was? Läuft ja heute gar nicht. Ah, da hatte jetzt aber auch alles einen Flächenangriff und unsere Fähigkeiten waren ja noch gar nicht gut hochgelevelt. Wir wollten uns ja mal angucken, aber der gut gedacht, also weil er ja einen Bogen hat, viele Pfeilfähigkeiten. Man müsste mal sehen, ob man die irgendwie noch anders kombiniert vielleicht. Dass man vielleicht den Pfeilregen oder Sturm der Pfeile nur benutzt. Also dass dann 5 der Fähigkeiten Sturm der Pfeile ist, damit man so einen Rundumschaden hat und dann die ganze Zeit den nur leveln. Könnte man ja dann mal probieren. Okay. Ich hoffe, ihr konntet sehen, was der Wächter mit dem Bogen und an für sich alles an. Ich hoffe, hat euch gefallen. Könnt gerne abonnieren, liken. Könnt ja sagen, wie ihr den Wächter findet. Schreibt gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.